Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Ja, ich wollte mal schauen, erstmal, können wir das von Broga mit dem Dingens hier hetzen? Übrigens. Broga hat mich damit beauftragt, Schüsselkill für ihn einzutreiben. Dorgan, einer von Brogas Leuten, hatte diese Liste bei sich. Dorgan, einer von Brogas Leuten, hatte diese Liste bei sich. Zeig mal her. Dorgan hat sich an dem Gold des Don bereichert. Wo ist dieser Verräter? Ich fand ihn in einer Höhle. Er ist tot. Verdammt, dann nützt mir diese Liste nicht viel. Aber vielleicht kannst du sie noch gebrauchen. Okay, Broga hat mich damit beauftragt, Schutzgeld für ihn einzutreiben. Broga hat mich damit beauftragt, Schutzgeld für ihn einzutreiben. Was denn du? Von wem sollst du kassieren? Von allen Jungs hier, die nicht zu seinen Kämpfern gehören. Damit ist er entschieden zu weit gegangen. Wie lange laufen seine Schutzgelderpressungen schon? Keine Ahnung. Gut, pass auf. Treibe das Gold für ihn ein und vergewissere dich, dass die Jungs hier auch alle bereitwillig zahlen. Wenn so viele damit drinstecken, werden wir Broga diesmal stellen können. Ha, dem werden wir es zeigen. Warum sagst du wir, wenn du mich meinst? Ja, das ist eine gute Frage. Oskar? Wie sieht's mit deinem Schutzgeld aus? Wie sieht's aus mit deinem Schutzgeld? Was ist denn los? Jetzt hat man dich schon zum Goldeintreiben eingespannt? Jüngchen, damit wirst du dir hier im Lager keine Freunde machen. Das ist doch nicht dein Ernst. Nicht quatschen, bezahlen? Nicht quatschen, bezahlen. Der Gürger soll dir in den Arsch beißen. Hier hast du das Gold. Okay, bei wem noch? Was gibt's? Bei Beppo vielleicht? Nach Schutzgeld brauche ich dich nicht zu fragen, was? Nach Schutzgeld brauche ich dich nicht zu fragen, was? Schutzgeld? Was meinst du damit? Broga kassiert Schutzgeld. Broga kassiert Schutzgeld. Ich hab's gewusst. Ich hab es immer gewusst. Weiß Rachel davon? Sie muss etwas dagegen unternehmen. Ja, ja. Endlich wird dem Mistkerl das Handwerk gelegt. Darauf warte ich schon ewig. Okay, Beppo freut sich. Kämpfer. Handlanger. Noch ein Schurke. Craig. War er einer von Dings? Handlanger. Lorenzo? Nee. Was ist mit Phil? Okay, da können wir kein Schussgeld kassieren. Was ist mit ihm? Handlanger. Dwight. Ich will dein Schutzgeld für diesen Monat abkassieren. Ich will dein Schutzgeld für diesen Monat abkassieren. Ja, so siehst du auch aus. Hier hast du das Gold. Okay, nochmal 20 Gold. Wer fehlt noch? Hier oben vielleicht noch jemand? Er hier vielleicht? Gib mir dein Schutzgeld. Gib mir dein Schutzgeld. Wenn's unbedingt sein muss, ich will ja keinen Ärger haben, nicht wahr? Ich krieg für jeden Erfahrungspunkte. Hier von ihm krieg ich nichts. Was ist mit Robert? Ist traurig, was mit König Robert passiert ist. So. Wie sieht's denn aus mit dem Schutzgeld? Was denn? Sag bloß nicht, du bist tatsächlich Brogas Handlanger. Sieht ganz so aus. Tja, naja, du wirst sicher deine Gründe haben. Na gut, ich werde dir das Schutzgeld zahlen. Allerdings wirst du dann erstmal was für mich machen. Seit Wochen versprechen mir die Kämpfer, meinen Hof zu beschützen. Du bist jetzt einer von Brogas Männern, also wirst du auch ihre Arbeit machen. Erledige die Moorleichen auf meinem Hof, drüben beim Wasserfall. Sie sind ziemlich hartnäckig und kommen einfach immer wieder. Oh, erst nein. Dann reden wir über Gold. Okay, Entschuldigung. Okay, dann kümmere ich mich um deine Moorleichen. Okay, ich kümmere mich um deine Moorleichen. Ach ja? Das wäre ja zu schön.
Da kümmern wir uns später drum. Oder ich lock die Moorleiche. Warte mal. In der kleinen Ruine. Darauf speichern wir mal. Ich lock mal die Moorleiche zu ihm da. Aber nur die eine da, oder? Ne, zwei. Drei. Ja, ich brauche die. Ganz dringend. Nein. Falsch. Tja. Eine von drei. Okay, Clay. Ich hol den nächsten, ja? Nur einen. Nur einen, habe ich gesagt. Hey, wartet auf dich. Ja, okay, wenn du Spaß dran hast. Was hast du mit der Waffe? Nimm dich in Acht! Nimm dich in Acht! Nimm dich in Acht! Los! Weiter so! Gut so! Nein! Oh nein! Ich versuche nochmal einen anzulocken. Ach, die Dinger wachsen nach, oder wie? Nur einen will ich. Einen nach dem anderen. Ja, das habe ich gemerkt. Okay, speichern. Und den nächsten anlocken. Clay, du bist eine gute Hilfe gerade. So, der nächste bitte. Ah, die kommen zu zweit, na super. Warum siehst du den da an? Autsch. Okay, das werde ich gleich nicht überleben. Nicht auf Clay. Nein, nicht auf Clay! Alter. Das war ein Kampf. Clay, ich hoffe, das nimmst du mir nicht übel, dass ich aus Versehen dich getroffen habe. Alter, ich dachte schon. Ich dachte schon, es ist vorbei mit mir. Da ist der stabile Ast. So, Robert. Deine Moorleichen sind Geschichte. Die hartnäckigen Moorleichen auf deinem Hof sind erledigt. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, welchen Dienst du mir damit erwiesen hast. Ich danke dir.
Nimm dies als Anerkennung von mir. Okay, gibst du jetzt das Schutzgeld für die Kämpfer? Gibst du mir jetzt das Schutzgeld für die Kämpfer? Hier. Hoffentlich habe ich damit erstmal meine Ruhe. Okay, ich habe Kraut für dich. Ich habe Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Ich brauche immer wieder was von dem Zeug. Also wenn du noch mehr hast, den Preis kennst du ja. Okay. Questerfolg, Robert braucht Kraut. Was leuchtet da? So, oh, es hat gespeichert. Okay. Ich gucke mal. Wir sind jetzt sehr mitgenommen. Aber von wem wir noch was kriegen können. Ich bin aber mit dem Kampfsystem immer noch nicht glücklich. Also, Louis? Rück das Schutzgeld raus. Der Monat ist rum. Ja, ja. Hier muss ja nicht gleich handgreiflich werden. Okay, wer fehlt noch? Hawkins? Gib mir dein Schutzgeld. Gib mir dein Schutzgeld für diesen Monat. Ihr bleibt doch nicht erspart. Jäger? Sam? Wegen Broga. Ich soll für Broga Schutzgeld eintreiben. Ich soll für Broga Schutzgeld eintreiben. Oh Mann, dann pass mal besser auf, dass es dir nicht so ergeht wie Dorgan. Wie meinst du das? Dorgan war der Letzte, der für Broga das Schutzgeld eingetrieben hat. Genaueres weiß ich nicht. Aber irgendwas soll ihm zugestoßen sein. Sei besser vorsichtig. Dorgan ist tot, ich fand ihn in einer Höhle. Dorgan ist tot. Ich fand ihn in einer Höhle. Sag ich doch. Das Schutzgeldgeschäft ist gefährlich. Sah eher so aus, als hätten ihn wilde Tiere getötet. Naja, wie auch immer. Jedenfalls war Dorgan der Einzige, der wusste, bei wem Broga hier abkassiert hat. Verstehe. Ich fand diesen Zettel hier in Dorgans Tasche. Der beweist leider gar nichts. Es ist Dorgans Zettel, nicht Brogas. Schade. Okay, wirklich schade. Handlanger. Was ist mit Domingo? Nee. Ricardo? Auch nicht. Wer fehlt denn noch? Doug? Du zahlst mir jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld. Hat man dich jetzt auch schon rumgekriegt, goldgieriger Arsch. Hier hast du es. Ich hoffe, die werden alle noch nachher dann noch glücklich drüber, dass ich dann den Broga quasi damit ein Dolch in den Rücken stecke. Wird es jetzt dunkel oder hell? Ich glaube, es wird eher dunkel. So, jetzt noch zu Neil. An den Wölfen will ich vorbei. Und auch nicht zu nah dahin. Und von den Keilern will ich mich auch erstmal fernhalten. Ich brauche erstmal eine Rüstung. So, Neil. Okay, er hat wieder volles Leben. Ist was? Was ist? Okay, von Neil gibt's nichts. Aber ich bediene mich mal an seinem Wasser. Warte mal. Wir hatten doch... Ne, wir haben keinen besseren Schild, ne? Okay, schade. Ich hatte mich... Wir haben eine Armbrust. Der macht Stichwaffen... Stichwaffenschaden? 25. Okay, wir bleiben bei der Armbrust.
Okay, wenn die Armbrust mehr Schaden macht. Wahrscheinlich braucht die aber auch länger zum, zum Laden. So, die Animation dauert aber auch 1000 Jahre hier. Was ist eigentlich mit Sarah? Ist sie jetzt eigentlich immer noch da unten oder schon wieder weg? Die will ich immer noch nicht antreten. Ich würde es nochmal gegen die versuchen, sobald ich eine Rüstung habe. Wer ist eigentlich Sarah überhaupt? Die ist ja genauso schiffbrüchig wie wir, aber mehr wissen wir ja auch nicht über sie. Und sie ist ja auch ein bisschen leicht bekleidet. Lass dich nicht unterkriegen. Okay, die Sonne geht unter. Es wird Abend. Also ist es abends. Habe ich jetzt eigentlich auch jeden von der Liste? Oder fehlt noch irgendwer? Das ist jetzt die Frage. Und in der Stadt haben wir ja auch noch ein paar Aufgaben, die wir erledigen müssen. Aber ich will erst einmal Teil der Bande werden. Und wer weiß, vielleicht kriege ich Brogas Posten. Ist er erstmal weg vom Fenster. Warte mal. Liste, verdächtig. Robert, Obel, Louis, Hamber, Hawkins, Hamber, Enrico, Dwight, Doug, Danny und Oscar. Danny und Enrico, die fehlen mir, glaube ich, noch. Wer war nochmal Danny, der dort arbeitete? Aber Enrico? Oh, hier haben wir nochmal Kraut. Hier, das ist Danny. Keiner der Kämpfer kommen, um dich zu unterstützen? Ich fürchte, es wird keiner der Kämpfer kommen, um dich zu unterstützen. Ach ja? Habe ich mir schon fast gedacht. Egal, ich danke dir trotzdem für deine Mühe. Wie sieht's aus mit dem Schutzgeld an die Kämpfer? Wie sieht's aus mit deinem Schutzgeld an die Kämpfer? Tja... Wenn du jetzt der neue Eintreiber bist, werde ich es dir wohl bezahlen müssen, oder? Hier. So, aber wer ist jetzt Enrico? Enrico fehlt mir noch. Craig? Lorenzo? Handlanger? Wer ist Enrico? Wo ist Beppo?
habe so die Befürchtung, Enrico könnte vielleicht auch da oben sein. Nur wo? Ich habe vergessen, da waren Wölfe. Hilfe! Den haben wir. Jetzt nur der Wolf. Nein! Ausgerechnet jetzt musste ich drauf gehen. Oh, das wäre so schön gewesen, hätte ich jetzt geschafft. Ich glaube, ich gehe lieber schlafen, damit es hell ist. Ich bediene mich mal an einem Bett. So, bis zum nächsten Morgen. Fass bloß nichts an. Lass mich vorbei. Dankeschön. Sind alle am Rauchen? So, aber wer ist jetzt Enrico? Einmal vielleicht speichern. Ach komm. Break, wenn du in der Nähe bist. Hey, wartet auf mich. Okay, den haben wir. Bei den Viechern darf man nicht lange fackeln. So, danke für die Hilfe, Clay, nicht Craig. So, bevor ich da weitergehe, nochmal kurz speichern. Diese Stachelratten. Ja, ich werde gleich nochmal drauf gehen. Ach, komm schon. Das ist doch Beschiss. Jedes Mal hier so drauf zu gehen. Okay, das bringt ein bisschen was. Ach nee. Das fies, ich habe die Schnauze voll von diesen wechsel die Waffe. Das fies erledigt. Nice. Haben wir es geschafft.
So. Nochmal kurz speichern. Was sind das für Viecher? Panzergrille. Ach, Ogre sind das. Freund oder Feind? Feind. Wo willst du hin? Ich, nirgendwo hin. Okay, aber hieß es nicht im Osten, also hier irgendwo, sein noch ein Tempel oder sowas, Ausgrabungsstätte? Hier hinten vielleicht? Vielleicht gibt es hier noch irgendwo einen Enrico? Bin froh, dass hier keine Moorleichen mehr sind. An den möchte ich lieber nicht zu nah. Der ist aber auch echt nah an Roberts Behausung hier. Wo ist er hin? Wachtelkappe. Minze. Okay, da ein paar Gnome. Da ist ein Lager. Ich bleib aber erstmal auf Abstand. Speicher vielleicht nochmal. Hier. Und dann renne ich durch. Ach nee, das sind solche Leute. Warte, hier kommt den Hilfe. Schnapp ich mir. Ja, ich greife mir den Plünderer. Du hast keine Chance gegen uns. Okay, die wollen mich kaputt hauen. Du hast. Autsch! Okay, ich will nicht nochmal zwangsrekrutiert werden. Ein Schlag, ich war down. Aber wo ist dann Enrico? Okay, Keiler gibt's ja auch noch. Und das eine Sumpfheiter hier ist jetzt da hinten, okay. Aber wo könnte jetzt Enrico sein? Ansonsten, ich bringe das jetzt alles zu Rachel. Mal gucken, vielleicht reicht das auch. Weit, hatte ich den schon? Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Wer ist Enrico? Gibt es was Besonderes? Mir ist jetzt nicht nach Reden. Sorry. Muss er gerade kurz niesen? Lorenzo? Wo ist Enrico? Oder wer ist Enrico? Hier hinten habe ich auch noch nicht zu Ende erkundigt. Kann das sein? Vielleicht gibt es hier einen Enrico.
So, noch mal ein bisschen Kraut. Grünblatt. Da vorne. Ach stimmt, den Tempel hier. Gibt es hierzu noch einen Eingang? Da vorne ist jemand. Enrico! Achtung! Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Lass dich nicht verarschen! Guto! Guto! Nice. Ja. Okay, haben wir Enrico gefunden. Enrico. Hi. Ah, du bist gekommen, um mich zurückzubringen, oder? Aber ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe nicht, das kannst du vergessen. Bleib mal locker, ich tu dir nichts. Bleib mal locker, ich tu dir nichts. Nein, nein, ich kenne euch doch. Erst wollt ihr einen in Sicherheit wiegen und dann kriegt man doch nur auf die Mütze. Hab verstanden, du willst nicht zurück. Wo genau ist zurück? Hab verstanden, du willst nicht zurück. Wo genau ist zurück? Du bist nicht von Hawkins geschickt worden. Weißt du, er will nämlich, dass ich wieder zur Ausgrabung da drüben zurückgehe. Ich gehe da aber nie wieder hin. Nie wieder. Verstehst du? Hawkins hat mich beauftragt, dich zur Arbeit zu bringen. Wer hat dir denn den Tag versaut? Wer hat dir denn den Tag versaut? Sie sind überall. Muss dich nur mal umsehen. Dann wirst du schon sehen. Diese fürchterlichen Schreie und dieses Geflüster. Ich kann es kaum ertragen. Entspann dich mal, Kollege. Entspann dich mal, Kollege. Du Tor, verstehst du denn nicht? Sie sind hier überall. Sie werden aus ihren Gräbern steigen, um sich an uns Sterblichen zu rächen. Ihre Ruinen, die aus dem Boden geschossen sind, sind nur die Vorboten. Bald werden sie sich zeigen. Und dann sind wir alle verdammt. Wir alle, verstehst du? Ich geb mir Mühe. Hawkins hat mich beauftragt, was für ein Geflüster, wovon redest du da? Was für ein Geflüster, wovon redest du da? Na hör mal. Hast du denn nicht die schrecklichen Tempel gesehen, die überall aus dem Boden gedrückt wurden? Was glaubst du denn, wer die erbaut hat? Der ganze Krempel dieser Ahnen liegt hier überall in der Gegend herum. Und die Idioten im Banditenlager haben nichts Besseres zu tun, als ihre Gräber zu schänden. Die Ahnen werden sich dafür fürchterlich rächen. Glaub mir. Aha. Hawkins hat mich beauftragt, dich zur Arbeit zu bringen. Verdammt, hab ich es doch gewusst. Ich gehe aber nicht, das kannst du vergessen. Muss ich dich erst zur Arbeit prügeln? Schlag mich ruhig. Nichts kann schlimmer sein, als von den Geistern der Ahnen erwischt zu werden. Solange ich keinen Schutz gegen die Ahnengeister habe, gehe ich nirgendwo hin. Such dir einen anderen Idioten für den Job. Nimm doch Dwight. Der hat sowieso nie was zu tun. Ich bleib jedenfalls hier. Okay, ich habe hier etwas zu deinem Schutz. Nutze das Amulett geben. Ich habe hier etwas zu deinem Schutz. Du willst mich doch bloß verarschen. Was ist es denn? Tja, es ist ein Amulett. Man sagt, ja, es soll böse Geister verjagen. Wirklich? Dann her damit. Zeig mir das Amulett. Klar. Hier hast du's. Ja, das ist es. Endlich. Das wird mir helfen. Ich spüre seine magische Wärme. Natürlich ist es warm. Ich hatte es in meiner Tasche. Was? Wie meinst du das? Vergiss es. So. Gehst du jetzt wieder graben? Gehst du jetzt wieder graben? Vielen Dank, mein Freund. Nichts lieber, als dass ich grab dir alles aus. Alles. Fang erst mal mit deiner Ausgrabungsstelle an. Aber natürlich. Ich mach mich sofort an die Arbeit. Enrico, noch etwas? Ich kassiere jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld ab. Ich kassiere jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld ab.
Nimm mein Gold, nimm alles, aber lass mich bloß in Ruhe. Okay, habe ich jetzt alles fertig? So, Heilkraut. So. Dann haben wir ihn jetzt auch mal gefunden. Will ich da hin? Die Heilwurzel nehme ich erstmal mit. Aber den haben wir dann auch endlich mal gefunden. War auch ein langer Weg, ihn zu finden. Ach, das da ist deine Ausnahme. Okay. Dann haben wir jetzt aber alle. So glaube ich. So, Rachel? Wegen deines Lagers? Wegen deines Lagers. Oh, hier hast du deine 10 Keulen Fleisch. Hier, hast du deine 10 Keulen Fleisch. Sehr gut. Endlich bewegt sich hier mal was. Ich danke dir. Hier hast du die Belohnung, die ich dir versprochen habe. Das ist ja wahrlich großzügig. Nimm es oder lass es. Du wirst es sowieso bald versoffen haben, genau wie alle anderen. Nee. Hä, wer fehlt denn noch? Warte mal, wo ist die Liste? Hier. Robert haben wir, Obel haben wir, Louis haben wir, Hawkins haben wir, Enrico haben wir, Dwight haben wir, Dark haben wir, Danny haben wir, Oscar haben wir. Ist das meine Fackel? Das ist meine ausgebrannte Fackel. Wegen des Schutzgeldes? Wegen des Schutzgeldes. Was ist, wenn ich beim Eintreiben des Goldes auf Probleme stoße? Was ist mit Sam? Soll ich bei ihm auch kassieren? Was ist mit Sam? Soll ich bei ihm auch kassieren? Sam arbeitet für mich. Das soll für diesen Monat reichen. Oh, verstehe. Okay, bei wem genau soll ich mich nochmal abkassieren? Bei wem genau soll ich nochmal abkassieren? Bei allen, die nicht zu meinen Jungs gehören. Also, Oscar dem Schmied, den Arbeitern Hawkins, Enrico, Danny und Dwight, den Jägern Duck und Louis, dem Sumpfbauern Robert und seinem Gehilfen Obel. Und jetzt beeil dich, meine Geduld hat Grenzen. Was ist, wenn ich beim Eintreiben des Goldes auf Probleme stoße? Was ist, wenn ich beim Eintreiben des Goldes auf Probleme stoße? Du hast den Job! Du hast die Probleme damit. Ganz einfach. Egal, wie viel du abkassieren kannst. Am Ende will ich meine 200 Gold. Klar? Warum frage ich eigentlich? Okay, Hawkins. Kannst dich wieder entspannen. Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Enrico arbeitet wieder. Enrico arbeitet wieder an seiner Ausgrabungsstelle. Tatsächlich? Wie hast du das denn geschafft? Frag besser nicht. Na gut, dank dir. Hier, nimm das Gold. Kannst dich entspannen, ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Kannst dich wieder entspannen, ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Das ist gut. Dann bleiben mir jetzt wenigstens die Schläge des Donners spart. 500 Gold, Arbeitskleidung? Habe ich so viel? 500. Boah, ich weiß nicht. Riskiere ich das jetzt, die 500 Gold? Ich bin ja schon fast Teil der Bande. So. Lass dich nicht aufhalten. Danny habe ich. Enrico habe ich. Ich gehe trotzdem nochmal hin. Mach was anderes. Gehe ich jetzt mal noch zu Dark nochmal? Komm, spring da hoch. So. Von Neil brauche ich komischerweise nichts. Doug?
Ricardo? Du hast doch bestimmt noch was vor. Ne, ist von Sam nicht. Rake? Lorenzo? Was ist mit Phil? Ich kann dir nicht helfen. Du, das ist gerade ganz schlecht. Habe ich von allen schon kassiert? Beppo? Du hast doch bestimmt noch was vor. Ich will es nicht hören. Alles klar bei dir? Soweit noch ja. Was gibt's? Wegen deines Lagers? Wegen deines Lagers. Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Gut, eine Sorge weniger. Hier, nimm dies. Du wirst es brauchen. Gibt es was Besonderes? Ja. Was ist? Ich bin kein Schmied. Muss ich das Gold erstmal wirklich Dingens hier geben? Und danach kann ich petzen? Und so, was mit ihm? Was machst du hier? Blöde Frage, ich schieb hier Wache. Ja klar, das sehe ich. Den haben wir schon. Der hat mir zu nah. Das riskiere ich mal lieber nicht. Aber Robert waren wir auch schon. Ich glaube, wir haben wirklich alle fertig. Muss das Gold dann wirklich bei Broga sein? Damit wir ihn verpfeifen können? Ich speichere vielleicht vorsichtshalber nochmal. Dann gebe ich jetzt Broga das Geld und dann gehe ich nochmal zu Rachel. Wegen des Schutzgeldes? Wegen des Schutzgeldes. Es gibt niemanden mehr, bei dem ich noch abkassieren kann. Es gibt niemanden mehr, bei dem ich noch abkassieren kann. Sehr gut. Dann mal her mit dem Gold. Kannst du vergessen. Ach, so ist das. Erst mit fremden Federn schmücken und dann groß absahnen, was? Ich sollte dich gleich auf der Stelle töten, aber noch kann ich das nicht. Pass auf deinen Rücken auf, Freundchen. Wir zwei sprechen uns noch. Okay. Wenn ich jetzt damit zu Rachel gehe. Ja, wo ist der vorher? Übrigens. Die Sache mit dem Schutzgeld für Broga ist erledigt. Was jetzt? Die Sache mit dem Schutzgeld für Broga ist erledigt. Was jetzt? Wenn mein Mann das erfährt, wird der Broga auf der Stelle töten. Außerdem wird er mir die Hölle heiß machen. Also pass auf. Das kriegen wir auch ohne meinen Mann hin. Du gehst zu Broga und drohst ihm an, ihn beim Don zu verraten. Wir haben genug gegen ihn in der Hand. Ich bin mir sicher, er wird dir aus der Hand fressen. Toller Plan. Na, hoffentlich klappt das. Ich hoffe auch, das klappt. So, Broga? So, Kollege. Jetzt wird abgerechnet. Ich hau dich beim Don in die Pfanne. Was? Womit denn? Mit der Schutzgeldsache? Das ist doch wohl ein Witz. Du kannst mir nicht drohen, Kleiner. Solange du nicht in einem Arena-Kampf bewiesen hast, dass du mir gewachsen bist, sind deine Drohungen nur Gewäsch für mich.
Ich glaube, das werde ich nicht überstehen. Bis zum nächsten Morgen. Okay, abgestochen hat er mich nicht. Vielleicht nochmal speichern in der Hafenstadt. Ich speichere da. Komm, dann kämpfen wir in der Arena. Mit mir in der Arena. Vergiss es, Kleiner. Du bist die Mühe nicht wert. Okay, gibt es was Besonderes? Okay, das heißt, ich muss in der Arena erstmal gegen die anderen gewinnen. Wie wär's mit einem kleinen Arena-Kämpfchen? Vergiss es. Mit dir lasse ich mich nicht mehr ein. Hau ab! Craig? Ich will spielen. Domingo hat keine Chance gegen mich in der Arena. 100 Gold. Ich werde dich in der Arena besiegen. 50 Gold. Nein, ich will jetzt mit dir kämpfen. Komm. Ich will jetzt mit dir kämpfen. Moment, nicht so schnell. Wenn du mit mir kämpfen willst, setzt du erstmal Gold. Ich bin nicht so bescheuert wie die anderen und kämpfe um nichts, klar? Okay. Ich will spielen. Ich werde dich in der Arena besiegen. Na gut, wenn du unbedingt willst. Abgemacht. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, ich hoffe. Ich will jetzt mit dir kämpfen. Also gut. Triff mich in der Arena. Aber merk dir, gekämpft wird erst in der Arena, klar? Und wenn du die Arena während des Kampfes verlässt, hast du verloren. Möge der Bessere gewinnen. Wir hatten vorhin schon gespeichert. Oder ich mache nochmal einen separaten im Banditenlager. Speicherstand. Ich hoffe, ich schaffe das. Los, lass es uns austragen. Mist. Ach hier, machen wir das. Nehmen wir den. Der ist aber auch schwer. Ich hasse den Kampf hier. Also das Kampfsystem. Der ist nicht so geil. Da fand ich den tatsächlich doch angenehmer. Los, lass es uns austragen. Dreimal zu schlagen, wenn ich zweimal drücke. Ich nehme alles mit. Alter, ich dachte schon, ich verkacke das. Okay, der Schwere ist jetzt Domingos.
Ich bin offensichtlich, ich bin im Kampf bin ich offensichtlich besser als du. Oh, ich muss lesen. Im Kampf bin ich offensichtlich besser als du. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke, Schwert. Unterrichte mich im Schwertkampf. Bisher hast du nur gelernt, wie du deinen Gegner frontal angreifst. Aber besser ist es, wenn du abwechslungsreicher kämpfst. Benutze Seitenschläge. Hört sich gut an. Ist es auch. Zusätzlich kannst du den Schwung eines seitlich geführten Schlages nutzen, um einen weiteren Hieb zu führen. Dafür musst du deinen ganzen Körper einsetzen. Dann machst du mehr Schaden. Ich will stärker werden. Gut. 115 Gold jetzt auf einmal. Habe ich überhaupt noch so viel? Hätte ich rein theoretisch. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ich will stärker werden. Gut so. So, wo war denn das hier? Eigenschaften. Stärke 25 habe ich jetzt. So, okay. Axtkampf weiß ich nicht. Stabkampf weiß ich auch nicht, ob ich die machen werde. Schwert würde ich auf jeden Fall bleiben. Bogen und Armbrust. So, du kannst Seitenschläge ausführen. Konterparaden können deine Gegner verletzen. Okay, wir legen uns nochmal schlafen. Dann würde ich vielleicht nochmal gucken, dass ich gegen Dominguez ankomme. So, bis zum nächsten Morgen. Was willst du hier? Ich habe nur geschlafen. So. Spiel speichern im Banditenlager. Steig mit mir in die Arena. Lass den Unsinn. Hier, jetzt trinkst du erstmal einen kräftigen Schluck Bier. Bier. Und, wie sieht's aus? Gehst du jetzt mit mir in die Arena? Du bist in Ordnung. Warum nicht? Ich gehe vor, du folgst mir. Verdrehte Welt. Ich glaube, das Bier stärkt ihn. So, es hat gespeichert. Zeit für eine kleine Lektion. So, wenn ich hier bin, kann ich vielleicht in die Ecke locken. Alter. So, nochmal laden. Ich würde das gerne schaffen gegen ihn. Okay, aber es speichert jedes Mal mal kurz hier vor. Zeit für eine kleine Hallo. Lektion. Pack die Waffe aus. Mist. Aber ich hab schon eine... Ich hatte schon eine Strategie gerade gehabt. Wie ich den schaffen könnte.
für eine kleine Lektion. Ey! Das Anvisieren nervt mich. Ach, leckt mich doch am Arsch hier. Was soll denn das? Nicht immer funktioniert das so, wie man es drückt. Habe ich so ein Gefühl. Zeit für eine kleine Lektion. Alter, jetzt will ich nicht mehr. Ja, komm, töte mich. Ich werde langsam sauer. Zeit für eine kleine Lektion. Nein! Echt jetzt? Alter! Ich habe keinen Bock, dass er mir gleich auch noch mein Gold wegnimmt. Mann. Aber die Strategie funktioniert. Es reagiert nur nicht immer so, wie wann ich drücke. Nein. Jetzt. Nein. Na, hör auf. Wenn ich schon mit jemandem am Kämpfen bin, dann musst du auch anvisieren spielen, ja? Das ist doch nicht das Ernst von dem Spiel. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Magdeus und ciao!